Gar kein Ladebildschirm. Und zu wenig Gegner. Entschuldigt, aber das ist mir zu ruhig. Und hier steht... Die steht einfach nur so rum? Der hier sieht intakt aus. Noch zwei. Okay, ich wollte schon sagen, wo sind die Gegner? Okay. Gut. Die Gegner waren da. Auch wenn ich sie erst noch suchen musste, aber sie sind doch noch gekommen. Okay, zwei fehlen noch. Wir rücken weiter vor. Interessanterweise Monster und keine Abtrünnigen. Die Abtrünnigen waren also nur in einer anderen Ecke. Oh, entschuldigt, aber wo seid ihr? Ach, hier hinten. Gut versteckt, okay. Ich war vom Wegpunkt etwas irritiert. So, Schrott und Lithium. Wie viel wir davon doch tragen können. Noch einer. Ich meine, die Dinger sind groß und schwer, diese Batterien. Glaubst du wirklich, der Plan des Docks funktioniert? Klingt nicht, als würdest du Bestätigung suchen. Nein, ich will wissen, ob du Sehnsucht nach dem Tod hast und uns alle mitnehmen willst. Geht es um Channa? Sie hat ihre Gründe, Jakob. Und die wirst du wohl einfach akzeptieren müssen. Ja, ich hab den Verdacht, es wird nicht lange halten. Keine Sorge. Aber wie gesagt, wir haben keine Sehnsucht nach dem Tod. Wir werden überleben. Und was auch immer wir machen, es wird funktionieren. Wir stehen am Ende auf der Wiese. Das wissen wir schon. Das sieht doch aus wie Hinterhalt. Ich spare mir die Nummer 1 als Fähigkeit ein bisschen auf. Ich weiß nämlich nicht, ob hier noch was Großes gleich kommt. Oder auch nicht. Es kommt eine Katze. Oh yeah, was Großes. Kommt er aus Monster Hunter? Den kenne ich. Huch. Ey. Weg mit dir. Okay. Geschichte. Wir müssen uns noch um die Kleinen kümmern. Wartet. Die und ihre blöden Fernangriffe. Okay. So, Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist noch einer? Ich sehe noch einen roten Punkt auf der Karte. Irgendwo muss noch einer sein. Was? Nein! Das ist unfair. Jetzt gibt es noch Flugviecher. Ein Kreischer. Wow, der hätte aber viel aus. Damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt hier auch noch ein Kreischer auftaucht. Rums, 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 rums. Der verliert also ganz viel. Der liebe Kreischer. So. Okay, also ganz ehrlich, das Viech eben, das hatten wir doch schon mal gesehen. Das war aus Monster Hunter, eindeutig. Nein, war es natürlich nicht, aber
Es sah schon cool aus. So, die dritte Batterie. Sahidi, ich habe das Lithium. Hervorragend, her damit, dann mache ich den Luftreiniger fertig. Okay. Und damit will er die Pilze herausfiltern, damit wir durch den Wald fahren können. So verstehe ich das zumindest momentan. Na, da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren wird. Okay. Gar keine Schnellreise. Oder habe ich die nur übersehen? Kann natürlich auch sein, dass ich die einfach übersehen habe. Ist egal. Dann haben wir heute mal eine normale Rückreise. Der Weg ist ja nicht so weit. Ne? Wir erinnern uns, das ist ja einfach hier geradeaus. Und dann nach oben. Und dann haben wir auch alles. Ich gucke nur mal ganz kurz auf die Karte. Ich glaube, wir müssten alles haben. Hier haben wir nur den letzten Wunsch. Den haben wir abgeschlossen. Das Camp-Expedition. Okay, also es passt schon. Wir sind durch. Weil, wie gesagt, diese verfügbare Mission, die haben wir schon. Den Kollegen haben wir ja gerade gerecht. Sagen wir es mal so. Und deswegen können wir einfach mal zum Camp zurückrennen. Wie gesagt, ich mache das mal ganz kurz. Die Wege waren jetzt nicht so weit. Oh, Cutscene. Ich glaube nicht, dass... Hast echt Glück gehabt, alter Mann. Warum kommt sie nicht mit? Wenn wir durchkommen, muss jemand auf den Koffer und mich aufpassen, wenn du nicht da bist. Hör zu, Alter. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Bitte, wir brauchen dich. Oh Mann, echt jetzt? Sie legt uns rein. Die will sich doch bloß bei uns einschleichen. Sie spioniert für Corrigan. Hast du das aus deiner Glaskugel? Gib's doch zu, Psychopathin. Du weißt, das stimmt. So viel kannst du mir gar nicht abgeben von eurer Beute, Freak. Wir verfolgen ein Signal von der anderen Seite der Anomalie. Wenn wir es finden, verbinden wir uns wieder mit der Flores und holen uns die Nachschubkapseln. Halt Dr. Sahidi am Leben und halt auch dein blödes Maul. Dann kriegst du schon deinen Anteil. Deal. Scheiße, ich glaub's ja nicht. Ja, ja, ich weiß schon, sie nervt. Aber wenn du sie nochmal anrührst, auch nur einmal, dann überfahre ich dich mit dem verdammten Truck. Ich sagte doch, warum sind die alle nicht bewaffnet? Und wo kommt dieses Viech jetzt hierher? Also. Also können wir es uns mal ansehen. Pfui. Okay, was auch immer das war. Es ist gut, dass es tot ist. Muss ich mal so sagen. Es ist sehr gut, dass es eliminiert worden ist. Und wir haben eine neue Verbündete. Mehr oder weniger. Wir nehmen sie einfach mal mit. Ne? Seien wir ehrlich. Wir nehmen sie mit. Alles gut. Alles schön. Wir kriegen wieder zwei Waffen. Das gefällt mir. Ah, endlich wieder Doppelfeuerwaffen. Ach, schön. Ich nutze die nie, aber eigentlich ist es cool, mit zwei unterwegs zu sein. So, alles einmal bitte verschroten. Ich guck mal, ob wir was upgraden können. Ja, also... Wo ist er denn? Wo ist denn der Doktor, der so eine wahnsinnige Tapferkeit an den Tag legt? Sahidi. Okay, ich muss meine Ausrüstung modifizieren, komm. Also ich wüsste nur zu gern, was die Outriders hier getrieben haben. Was konnte die Mühe wert sein, ein solches Loch zu graben? Wir können... Die Hose verbessern. Okay, wir können die Hose aufsteigen lassen. Wenn die meisten Outriders ergangen ist und dass die hier in einem Erdloch festsaßen, war es wohl gar nicht so übel, das alles zu verschlafen. Tut mir leid, zu früh? Ja, viel zu früh. So, und wir wollten vielleicht mal kurz, bevor wir was machen,
hier mal ganz schnell mal die Geschichte mit den Schuhen. Wird die Reichweite der Fähigkeit um 100%. Was haben wir denn gerade eigentlich für Fähigkeiten drin? Mal kurz gucken. Brandbombe erhöht die Explosionsgeschichte. Fähigkeit kann ein weiteres Mal verwendet werden. Verzehrendes Feuer brauchen wir, glaube ich, nicht. Jeder von Statuseffekt, Widerstand 10% erhöht. Gar nicht schlecht. Hier würde ich ganz gerne für unser Dings hier, unser Lavageschoss. Wir können doch ein weiteres Mal, bevor die Abklingzeit. Das finde ich eigentlich eine gute Variante. Das nehmen wir. Dann können wir nämlich nochmal schießen. Also sozusagen das richtig machen. So, und waffentechnisch, ich grade mal meine Waffen ab. Auch wieder aufs Maximum. Zumindest die, die ich immer schön brav verwende. So, die Waffe hier ist okay. Seltenheit dürfte nicht gehen, weil wir haben zu wenig Splitter. Attribute erhöhen. Gucken wir mal ganz kurz. Schaden auf kurze. Rüstungsdurchschlag, ja. Das nehmen wir auch mit. Hier geht nichts. Okay, so, und dann gucken wir mal. Der Gegenstand geht schon nicht abzugraden, aber der hier müsste mit Leder gehen. Geht. Wir haben genug Leder, also kriegen wir hier eine Stufe 20 Rüstung hin. Hier kriegen wir nichts hin. Attribute, Waffenstärke, Heilung. Wir graden ab, was geht. Na, also wir nehmen das einfach mal mit, damit wir dann eben stark genug sind. Maximales Leben. Heilung. Und das war's. Okay. Mehr geht nicht. Reicht aber in dem Fall. So, okay. Ich kann mich nicht beklagen. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Cool. Seien wir ehrlich. Das ist schon cool. Nee, wo gehe ich denn gerade hin? Ich dachte, ich könnte hier irgendwo meine Munition noch auffüllen. Da ist es. Ach, guck mal da. Sie sitzt ja auch hier rum. Habe ich mit der schon mal gesprochen? Hi. Mal gucken, was die erzählt. Was zur Hölle willst du? Was genau machst du für Corrigan? Was genau machst du eigentlich für Corrigan? Alles, was man dem restlichen Kanonenfutter nicht anvertrauen kann. Zum Beispiel diese Hexe jagen und ihren Arsch herschleifen. Du musst also nie selbst kämpfen? Natürlich kämpfe ich auch, aber eben nicht an der Front. Dafür haben wir schließlich das Kanonenfutter. Ja, aber sie kann gut kämpfen. Was ist zwischen dir und Shana vorgefallen? Eine gute Frage. Ich spüre eine, Spannung zwischen dir und Shana. Verdammt scharfsinnig von dir. Hast du auch Visionen wie die Wahrsagerin? Hat uns noch gefehlt. Noch ein Freak für die Freakshow. Hör mal. Ich bin in Trenchtown geboren. Hab mich die Leiter hochgekämpft, Sprosse für Sprosse. Und das Miststück da? Die Hälfte ihrer Visionen ist Schwachsinn. Aber Corrigan kriegt einen Ständer bei magischen Mutanten. Darum soll ich sie ihm zurückbringen. Echt scheiße. Solltest. Du solltest sie zurückbringen. Wir haben sie ja mit unseren Taten mehr oder minder freigekauft. Zeig mir doch mal, was du dabei hast. Ich meine, sie könnte eine ganze Armee ausrüsten. Dein Team ist ja ein echtes Pulverfass. Nun, es soll ja interessant bleiben. Ich mach dir einen Vorschlag. Der könnte euch allen das Leben retten. Ich bastle mir meine Ausrüstung nämlich gerne selber zurecht. Und ich werde viel Freizeit haben, während du da draußen so tust, als würdest du die Welt retten. Alles, was ich repariere, verkaufe ich für einen fairen Preis. Ich soll dich dafür bezahlen, mit Waffen rumzuspielen? Hey, das ist fachmännische Arbeit. Die kostet was. Niemand zwingt dich, was zu kaufen. Aber ich will das Beste aus diesem Selbstmordkommando rausholen.
Ja, nun zeig doch mal her. Ich meine, sie hat wirklich viel zu viel Freizeit, wenn ich mir das so ansehe, was sie hier gerade rumliegen hat. Oh. Sehr schön. Ich hätte mich noch nicht einblenden sollen. 5787 Schrott. Ganz ehrlich, ich glaube aber nicht, dass wir irgendwas davon brauchen. Mal gucken mal, hier. Das ist zwar ganz nett, das bringt auch einen... Oh, das bringt einen großen Hüpfer. Weil wir haben ja einen Stufe 15 Helm noch. Und das mit dem Überhitzen und so weiter, da könnten wir das, das könnten wir austauschen. Das Ding kaufe ich. Nee, kaufe ich nicht. Guckt mal, 5663. Wir haben nur 5700 Schrott. Da bin ich ja wieder pleite. Nee. Mädchen. Tut mir leid. Soll ein anderer kaufen. Ich nicht. Okay. Wir bereiten den Truck vor, um dann in den Wald zu fahren. Wenn es geht, reise ich einmal zurück und gebe die Quests ab, die wir gemacht haben. Aber nur wenn. Ansonsten... So, wir müssen los, breite den Truck vor, brechen wir in Richtung Wald auf. Ah, wir haben wieso die Möglichkeit. Pass mal auf, wir reisen kurz zurück, um hier die Sachen abzugeben. Und Steinbruch, dann machen wir danach. Wir haben nämlich hier die... gesucht, der Locher, nein, Historiker müssen wir abgeben. Und wo war das andere Ding? Das ist... Hier. Jäger und Skalpkönig. Also fahren wir mal kurz zurück. Wir brechen kurz aus der Story aus, wir geben kurz ab und machen dann, nachdem ich die Sachen abgegeben habe, die Story weiter. Ja, also ich will nur kurz die Nebenmission praktisch den Loot will ich abgreifen, wenn es was Vernünftiges gibt. Hier sieht man übrigens den Eingang in die Kantine. Den ich so verzweifelt gesucht habe. Okay. So. Keine Sorge. Das dauert hier hoffentlich nicht zu lang. Es sei denn, du hast was Nettes im Angebot. Oh, guckt euch das an. Ah. Ich bin verleitet, aber das würde praktisch fast unser gesamtes Geld für die paar Punkte, für die paar Schadenspunkte. Es lohnt nicht. So, wir sind angekommen. Einmal hier für dich. Eine neue Trophäe an die Wand. Wie wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Das hast du mir schon zweimal bedauerlicherweise, ich sag mal, serviert. Okay, wir kriegen was Neues. Wir kriegen nämlich einen Kopfschmuck. Das, was ich gedacht habe. So, oder Handschuhe. 494 zu 485. Das macht hier einen höheren Sprung. Wir nehmen Kopf. Gar nicht mal schlecht. Genau, und das ist das, was ich schon mir gedacht habe. Am Ende hast du hier eben trophäenmäßig die ganze Wand voll. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles im Let's Play mache. Vielleicht mit der Zeit, aber wir müssten halt auch in die alten Karten zurück. Und genau, so, da trinken wir noch was. Und deswegen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das machen werde. So, Helm des Veränderten. Überhitzung gegen... Was? Waffenjongleur. Beim Wechseln der Waffe erhöht sich deine Waffenstärke 5 Sekunden lang um irgendwas. Und hier kritische Treffer verleihen einen 5-sekündigen kumulierbaren Effekt, durch den du einen Bonus von 40 auf Anomaliekraft und von 38 auf Waffenstärke erhältst. Kann bis zu 5-mal kumuliert werden. Oder gestapelt werden. Okay, und hier Hitzewelle fügt Gegnern 100 mehr Schaden zu. Nutze ich die? Nee. Die nutze ich doch gar nicht. Okay, also kurzum, wir müssen die Fähigkeit vom Helm noch austauschen, damit das dann passt. So, aber erstmal nehme ich mal Platz, um was Geschäftliches zu besprechen.
Gesellen Sie sich zu mir? Es gibt etwas Geschäftliches zu bereden. Sagte ich doch. Deswegen nahm ich auch Platz. Ich habe da ein Ziel eliminiert. Ziel neutralisiert. Das war der Skalpkönig. Und wir kriegen etwas, was wir nicht brauchen. Schade. Egal. Immer ein Vergnügen. Gerne doch. So, eine Waffe. Ein Helm. Einmal Schrott. Oder zwei Splitter oder sowas. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir mal raus. Huch. Wir müssen aber auch den Weg so gehen, dass wir hier wieder langlaufen können. Ich bin echt froh, dass der Raketenbeschuss aufgehört hat. Vielleicht kann ich heute noch. Ja. Okay, und dann reisen wir mal ganz kurz in die allererste Stadt, um dort auch noch die Sache abzugeben. Neue Stufe 9. So, da ist mein Held. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich mit ihm rede, kann ich von hier den Truck starten? Nee, wir müssen also zurück, dort wo wir waren nachher, um dann weiterzureiten. So, also zurück, erstmal nach Rifttown zur Historikerin, einmal noch abgeben und upgraden. Wichtig, upgraden die Ausrüstung und zwar die ja, Mütze, Kapuze, der Helm sozusagen, den ich habe, den werde ich noch upgraden. So, was habe ich denn eigentlich für Fähigkeiten? Lass mal ganz kurz gucken. Fähigkeiten, Lavageschoss, verjährendes Feuer, Brandbombe. Wo ist denn mein Doktor? Der sitzt doch hier irgendwo, der Doktor. Da ist er doch. So. Komm mal her. Und zwar der Helm ist es. Modifizieren. Vielleicht. Explosionsschaden. Wir nehmen den Explosionsschaden oder wir nehmen, wartet mal. Umging da der Begriff Brand zu. Weiß ich nicht. Oder halt hier doch, Dings hier. Magazin haben wir schon. Das wird nicht weiter funktionieren. Verringert die Rüstung des Ziels um 30 irgendwas. Getroffen. Was haben wir hier? Endet ein mächtiger Waffenbonus von 50%. Das geht nicht. Guck mal, das ist doppelt. Das haben wir schon drin. Ja, okay. Also den haben wir schon. Brauchen wir nicht. Dann würde ich sagen, doch die Brandbombe. Und zwar mehr... Ach, haben wir schon drin. Ich sehe gerade, haben wir schon. Brauchen wir nicht. Ist doppelt. Brennenden Bereich. Bei einem Gegner, die im Bereich bleiben, wird ein Ascheeffekt verursacht. Verursacht einen Ascheeffekt beim Radius, um einen Gegner, der im Begriff ist, durch die Brandbomben zu explodieren. Machen wir das so. So, und Rang 2. Rang 2 hätten wir reduziert Nahkampf, Abklingzeit, Waffenstärke und wir haben momentan Stapelpaare Anomaliekraft. Ich glaube, ich lasse das so. Wir machen das mal so. Gucken, was bei rausgekommen ist. Stufenaufstieg geht bei dem Ding nicht. Ist das Maximum? Wobei es nicht stimmt. Ist nicht das Maximum. Wir haben zu wenig Splitter. Wir haben ganze 5. Attribute können nicht erhöht werden. Alles gut. Gut, reicht. Dann gehe ich mal jetzt zu unserer Historikerin. Ja, die ist ja hier um die Ecke. Einmal schnell hin. Wir hören uns wieder an, wenn wir die Vergangenheit vergessen. Dann vergessen wir unsere Zukunft oder sowas ähnliches, erzählt sie doch. Und anschließend reisen wir dann weiter, nachdem wir das abgegeben haben.